So, nachdem wir jetzt alles gezeigt haben für in das Zelt, kommt jetzt alles für das Vorzelt oder für draußen. Das Wichtigste und Schönste, was wir haben, sind vier hiervon. Das sind so vier Sessel, Campingsessel, würde ich sie so nennen. Also hier ist die Außenhaut, jetzt holen wir die raus. Und dann ist hier praktisch der Sitz, der ist hier drum. So, ups. Da fängt das schon an, sich selbst aufzustellen quasi. Also so, das ist alles, erklärt sich von selbst. Da muss man nicht viel können. Jetzt haben wir schon das Gestänge. So ist es auch richtig. Und jetzt mal gucken, ob mir das im Stehen gelingt. Das macht man sonst eigentlich eher so im... ja, so rum geht's. So, jetzt muss man das hier oben reintun. Und dann muss man das hier rein tun. Und jetzt kommt es gleich, ob ich das überhaupt schaffe hier vor laufender Kamera. Normalerweise macht man das jetzt eher... Ach, das ist gar nicht so. Und das letzte ist dann ein bisschen tricky. So, und schon ist es aufgebaut. Ein wunderbarer, super bequemer, gemütlicher Sessel. Zeigen wir gleich. Wir machen gleich noch einen anderen. Das ist vielleicht der Vogel, der findet es auch toll. Und dann, also wir haben auf der einen Seite der Sessel. Ich habe schon gesagt, wir haben vier, weil aus irgendeinem Grund wollte mein Mann und bestand mein Mann weiterhin auf seinem Hocker. Das ist ein Drei-Bein-Hocker sozusagen. Also den hat man hier auch drin. Macht man jetzt auf. Hier ist schon der Hocker. Und jetzt will man natürlich noch ein bisschen längere Beine haben. So, und schon fertig ist der Hocker. Und da kann man auch super drauf sitzen. Ist auch sehr gemütlich. Hier vorne sieht man nochmal den Hocker, den ich eben aufgebaut habe. Auch den gibt es in mehreren Größen. Auch die Sessel gibt es in mehreren Größen.